Hi Gude und herzlich willkommen zu unseren Impressionen der RPC 2018, wo wir mit dem Nerdpool Forum Rollenspielbegeisterte und Neulinge an unser Hobby herangeführt haben, beziehungsweise dort Gelegenheit boten, in Rollenspielrunden verschiedenster Systeme mitzuspielen, Neues zu entdecken, Fragen zu stellen oder einfach Spaß zu haben. Viel Spaß dabei! Vorne an der Infotheke haben Rollenspielveteranen des Nerdpools Neueinsteigern oder Systemsuchenden einen Überblick darüber gegeben, welche Runden wir am Stand anbieten. Allen vorab hat natürlich Meister Umbreon mit seinem großen Dungeon in D&D die Leute begeistert und gezeigt, dass unser Hobby nicht nur imaginär, sondern auch sehr plastisch sein kann. Auriel hat Rollenspiel Neulinge bzw. Nicht-Nerdpoler mit dem System Magus M20 aus der WoD mal den komplex magischen Teil der WoD gezeigt und irgendwie hat sich der Bioing in die Runde eingeschlichen. Ich hatte das Vergnügen, D&D 3.5 mit einer Runde absoluten Rollenspiel Neulingen bzw. auch Jungrollenspielerin, die jüngste war 13, fürs Hobby zu begeistern. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß in dieser Runde. Zwischendurch gab es mal eine Runde Magic zum Ausruhen und sogar meine Tochter wird immer nerdiger und immer mehr in das Hobby involviert. Dann später haben wir ein kleines Independent-Rollenspiel zu Masters of the Universe ausprobiert, wo Man-at-Arms, Orko, Ramman und Stratos sich den fiesen Schergen Skeletors entgegengestellt haben. Später dran wurde noch Los Muertos geleitet von dem Erfinder von Los Muertos selbst, der mir zugesagt hat, dass er auch irgendwann mal einen One-Shot für uns leitet. Das heißt, irgendwann werdet ihr auch demnächst mal Los Muertos auf unserem Kanal sehen. Ja, der zylindrigste Spielleiter dieser Welt, Reg Jackson, hat sich natürlich auch die Ehre gegeben und Weird Tales Wonderland angeboten. Ja, abgesehen davon gab es noch mehr Runden, von denen ich keine Bilder hatte. Unter anderem wurde eine weitere Runde von mir angeboten, Dungeon World, die Schatzsuche im Moorwald, also eine Open-World-System, in der die Spieler sehr viel mehr Möglichkeiten haben, die Welt mitzugestalten. Dungeon World können die Spieler mitentscheiden und mitstricken, wie ihre Welt aussehen soll. Wunderbares System für One-Shots. Außerdem wurde Star Wars Force and Destiny vom Chosen Pariah angeboten, um mal in die Welt von George Lucas einen Einblick zu geben. Außerdem hat Kleiner Falke noch Splittermond angeboten. Rich Jackson, Savage World Star Raiders und die Flocke Vampire V20, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Am zweiten Tag ging es dann zum Beispiel bei Metal Knight Shadow am Tisch mit My Little Pony, Tales of Equestria, ein wenig einhorniger zu, kann man das so sagen? Ja. Und auch da hat Flocke wieder eine Vampirrunde angeboten in dieser Zeit. Also ein breit gefächertes Angebot an bekannten Systemen, Independent-Systemen, Indie-Systemen. So, es war für jeden was dabei, der sich was Neues ansehen wollte, Impressionen holen wollte oder generell einfach mal mit dem Hobby in Berührung kam. Möglich war das natürlich alles nur, weil wir viele, viele, viele Supporter am Stand hatten, die sowohl die Infotheke vorne betreut haben, um Interessierten an dem Hobby einen Einblick zu gewähren, aber auch Leute, die Runden gehalten haben, Leute, die Flyer verteilt haben, Leute, die dafür gesorgt haben, dass der Stand aufgebaut wird. Also es sind Leute freitagsabends bereits angereist, haben den Stand aufgebaut, sind bis sonntagsabends bis spät geblieben, bis der Stand abgebaut war. Ganze Crew war da tatkräftig mit dabei. Plastiklöffel hat kurz vor 9 Uhr am Sonntagabend geschrieben, so, Dobby hat das Reich verlassen sozusagen. Das heißt, die letzten Hauselfen, die beim Abbauen halfen,
haben auch die RPC verlassen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Das war ein super schöne RPC. Es hat so viel Spaß gemacht, die ganzen Gesichter wiederzusehen, neue Leute kennenzulernen. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei oder wenn du nicht dabei warst, dass du nächstes Jahr mit dabei bist bei der 2019er. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gut, dann lasse ich euch mal noch mit ein paar Impressionen der RPC alleine. Ja, soweit zu den Impressionen der RPC 2018 am Nerdpool-Stand und auf der gesamten Messe, zu den Erstehungen auf der RPC, was wir dort gekauft haben, was andere dort gekauft haben, machen wir noch weitere andere Videos und ja, bleibt nur nochmal zu sagen, vielen Dank an alle Helfer, an alle Besucher, es war einfach eine wunderschöne Zeit, viel zu kurz, um mit allen ausführlich zu reden und all das zu verarbeiten. Das wird jetzt die nächsten Tage und Wochen geschehen. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilnehmen an der RPC, wenn du da warst. Und wenn es dir gefällt, lass uns einen Daumen nach oben da. Und wenn dich interessiert, was wir dort auf der PC noch getrieben haben, gekauft haben, was daraus jetzt für neue Runden vielleicht entstehen, dann bleib einfach dabei, guck auf den Kanal, abonniere uns, wenn du es noch nicht gemacht hast, schau auf dem Nerdpool-Forum vorbei und ja, bleib dem Hobby treu oder fang damit an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ciao, bis zum nächsten Mal.